Forum Ernährung heute. Sachlich, informativ, am Punkt. Ja, herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von FEH Live im Talk. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen beschäftigt und vor allem auch mehrmals im Leben beschäftigt, um das Thema Abnehmen. Wir wollen klären, erstens, wann ist Abnehmen wirklich sinnvoll? Zweitens, wie kann es erfolgreich funktionieren? Und drittens, wie kann man dann das Wohlfühlgewicht oder das neue Gewicht halten? Ich bin Marlies Gruber, Geschäftsführerin des Forum Ernährung heute und freue mich heute, zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die sich auf unterschiedliche Weise, aber doch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Zum einen Karin Lobner, sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Hallo, liebe Karin, und Uwe Knob, er ist Diplom-Ökotraphologe in Deutschland und fokussiert und spezialisiert auf evidenzbasierte PR und Ernährungskommunikation und hat gerade erst kürzlich auch ein Buch dazu verfasst, von dem er uns sicherlich auch noch erzählen wird. Herzlich willkommen. Schön, dass wir in der Runde da sind. Gehen wir zum Anfang vielleicht ganz kurz zur Ausgangslage. Jede vierte Frau in Österreich und vier von zehn Frauen in Österreich und sechs von zehn Männern in Österreich sind übergewichtig. Bei den Kindern und Jugendlichen ist es rund jedes vierte Mädchen und jeder dritte Bub. In Deutschland sind die Zahlen ein bisschen höher. Als Einzelner ist es oft ein Thema, weil es eben auch mit vielen Folgeerkrankungen verbunden ist, weil Übergewicht und vor allem Adipositas zu einem höheren Risiko für Diabetes führen kann, für Bluthochdruck, für Gelenkserkrankungen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für eine ganze Reihe an Komorbiditäten. Und daher ist es natürlich auch von gesundheitspolitischem Interesse. Heute geht es aber vor allem um das einzelne Interesse, um jeden, der eigentlich einfach ein paar Kilo loswerden möchte. Als Maß für die Klassifizierung hat sich der Body Mass Index durchgesetzt. Er berechnet sich durch das Körpergewicht in Kilogramm, durch die Körpergröße in Meter zum Quadrat. Und wir haben eine Einteilung von 18 bis 25, das Normalgewicht belegt. 25 bis 30 ist Übergewicht und darüber Adipositas. Liebe Karin, ich möchte mit dir starten. Wir haben ja im Laufe des Lebens immer unterschiedliche Phasen, sei es in der Wachstumsphase, sei es, wenn es zu hormonellen Veränderungen kommt. Da ändert sich ja auch immer das Körpergewicht. Wie schaut denn so ein normaler Verlauf aus und wie verändert sich vor allem auch die Beurteilung und die Klassifizierung des Körpergewichts? Es ist immer die gute Frage, wie ein normaler Verlauf ausschaut. Also ich glaube, es gibt so viele Gewichtskurven, wie es auch Menschen gibt. Aber was wir schon natürlich sehen, ist das, was du auch gerade gesagt hast, also nach der Menopause bei den Frauen, dass da eine Gewichtszunahme gibt, das einfach hormonell bedingt ist und eben mit der hormonellen Lage zu tun hat. Und der BMI, also was wir ja bei den Kindern schon haben, ist, dass der BMI nach dem Alter angepasst wird. Also zum Beispiel ein 7-jähriges Mädchen hat bei einem BMI von 20 Adipositas. Bei den Erwachsenen sprechen wir erst ab 30 von Adipositas. Also bis zum 18., 19. Lebensjahr gibt es irgendwie eine Klassifizierung, die dem Alter irgendwie angepasst ist. Und dann ab dem 19. Lebensjahr soll irgendwie alles gleich sein bis 99. Ich weiß, dass es mittlerweile altersangepasste BMIs gibt, also auch für spätere Lebensphasen. Meiner Erfahrung nach hat die sich aber in der Praxis noch nicht durchgesetzt. Also ich sehe es auch in Studien selten, dass es dann angepasst ist. Aber also gerade wenn die Menschen, weiß ich nicht, vom Arzt überwiesen werden oder so, dann ist BMI 25 noch immer der Cut-off. Es gibt ja auch unterschiedliche Körperformen bei gleichem BMI. Und es gibt ja auch durchaus mehrgewichtige Personen, die aber eigentlich metabolisch durchaus gesund sind. Uwe Knopp, wie schätzt du das ein? Wie sollten wir hier vorgehen? Müssen die eigentlich überhaupt abnehmen? Also der BMI, das ist ja mittlerweile klar, der ist nicht mehr als ein Surrogatparameter, wie man so schön sagt, also ein Ersatzwert, der im Prinzip nichts aussagt ab einem gewissen Grad, vielleicht sagen wir mal 33, 35 und darüber hinaus,
wenn die Leute wirklich auch Mobilitätsprobleme bekommen oder unter 16, ich sage mal, wenn man wirklich total dürr ist. Aber in diesem mittleren Spielraum, wo der BMI als normal und besonders der Bereich übergewichtig gilt, das ist nicht mehr als einfach nur ein Wert, der aussagt, hier wirst du hineinklassifiziert, stammt ja damals aus der Versicherungswirtschaft, aber der BMI sagt in diesem Bereich zwischen 20 und 30 zum Beispiel überhaupt nichts über Gesundheit oder Krankheit aus, weil er auch nicht unterscheidet zwischen Fett und Muskelgehalt und so weiter. Das sind ja diese Klassiker, aber man kann keine Ableitung treffen von einem BMI, ob jemand gesund oder ungesund ist. Das funktioniert einfach nicht, besonders wenn man sieht, dass die statistischen Zahlen in der Regel immer zeigen, bei den Studien, diejenigen, die im BMI-Bereich Übergewicht liegen, also zwischen 25 und 30, die haben statistisch betrachtet die höchste Lebenserwartung. Also der BMI, der wird bei den Extremen, wird er interessant, in der Mitte ist er völlig irrelevant, sollte eigentlich schon längst abgeschafft sein, aber ihn gibt es immer noch, weil noch niemand einen besseren Parameter implementiert hat. Na, es gibt ja durchaus auch andere Parameter. Also wenn ich jetzt an Waist-to-Hip-Ratio denke oder auch an Waist-to-Hip-Ratio. Karin, was verwendest du in der Praxis, um eigentlich festzustellen, wenn Klientinnen und Klienten kommen, ob sie überhaupt abnehmen sollten? Weder das eine noch das andere, sondern das individuelle Gespräch und den Leidensdruck. Also mal zu schauen, warum kommt diese Person und was wollen die genau erreichen? Also gibt es da irgendwie einen gesundheitlichen Leidensdruck, weil der Arzt gesagt hat, weiß ich nicht, der oder der Wert ist schon irgendwie Prädiabetes oder da gibt es schon irgendwie Schwierigkeiten oder geht es darum, irgendwie einen seelischen Leidensdruck zu lösen. Also für mich ist der BMI ein Anhaltspunkt, also vor allem eher bei den Kindern, weil die Eltern das oft schwer einschätzen können, ist mein Kind jetzt übergewichtig oder nicht? Und da kann ich meistens beruhigen. Aber es ist auch nicht mehr. Also tatsächlich im One-to-One, im persönlichen Gespräch geht es mehr darum, warum kommt der Mensch? Was wird man dann raten für große Überblick? Also ich weiß, wir reden heute über den Einzelnen, aber nichtsdestotrotz, ganz kurz noch, was wird man raten für den großen Überblick für Studien, wenn wir nicht den BMI nehmen? Waist-to-Hip-Ratio? Frage an beide. Also ich denke, das wird ziemlich schwer sein, da etwas zu finden, was dann auch mittel- bis langfristig wirklich aussagekräftig ist. Weil man kann es vermessen, okay, hat verschiedene Parameter, aber letzten Endes, das ist das, was die Kollegin ja schon sagte, Krankheit oder Gesundheit ist immer etwas ganz Individuelles. Das lässt sich nicht anhand von irgendwelchen Werten wie Größe zu Volumen oder irgendwas, Bauchumfang im Vergleich zu, ja, Pectoralis major oder sonst irgendwas messen, sondern man muss immer den Einzelfall anschauen, weil es wird ja auch gesagt, zum Beispiel, das sind Schätzwerte, dass circa ein Drittel, das hattest du, glaube ich, am Anfang auch gesagt, dass die viele der Übergewichtigen bzw. der Adipösen, die sind noch stoffwechselgesund. Also ein Drittel schätzt man, die sind stoffwechselgesund. Die sind zwar adipös, aber sie sind nicht krank. Das heißt, man muss immer den Einzelfall anschauen. Es kann sein, dass jemand krank ist, hat ein BMI von 26, was sagt er dann? Gar nichts. Und der andere hat ein BMI von 33 oder Waist-to-Hip-Ratio von was weiß ich was, aber er ist trotzdem gesund. Das heißt, es muss immer der Einzelfall betrachtet werden. Es geht nicht anders. Besonders im Bereich Ernährung und Gewicht ist immer N gleich 1 und da muss man sich diesen Personen individuell widmen mit einer ausführlichen Anamnese, um zu schauen, wo liegen denn die Probleme, die zu der Krankheit geführt haben, aber da ist die Klassifizierung in irgendwelche Gewichtsklassen erstmal völlig irrelevant. Mit welchen konkreten Anliegen, Karin, kommen Klientinnen und Klienten zu dir? Oder was ist so der Hauptleidensdruck? Ist völlig unterschiedlich. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, es gibt den Hauptleidensdruck. Also es kommen manchmal Patientinnen zu mir, die also eh so nach der Menopause irgendwie zugenommen haben und da irgendwie dann wissen wollen, was sie tun können. Manchmal geht es wirklich um ein paar Kilo, oft sind es sehr viele Kilos.
Also ich habe schon das Gefühl, der Hauptleidensdruck wird oft von außen gemacht, also auch gerade so von den Medizinern, die dann irgendwie so mit dem Zeigefinger sagen, jetzt essen sie aber endlich weniger oder naschen sie weniger. Da kommt viel Leidensdruck her und da könnte man uns wahrscheinlich auch viel ersparen. Aber das, also das, die individuelle Geschichte, die dahinter liegt, warum es dann, also warum bei dem einen der Mediziner irgendwie so stark wirkt oder die Medizinerin, die sagt, jetzt machen sie das nicht mehr und dass sie dann zu mir in die Ernährungsberatung kommen und was tun wollen und der andere, bei dem geht das da rein und da wieder raus und der hat es vergessen, das sind dann die individuellen Geschichten dahinter. Mhm. Ersparen ist ja auch schon ein gutes Stichwort. Und viele setzen ja dann auf Diäten und wir wissen, Diäten haben meistens den einen Effekt, nämlich vor allem einen Jojo-Effekt und sind ja schon die erste Krux sozusagen am Weg zum Wohlfühlgewicht. Gibt es überhaupt irgendwelche sinnvollen? Du hast dich ja intensiv damit beschäftigt. Ja, man muss unterscheiden, was versteht man genau unter Diät? Also ich bin ja schon seit Ewigkeiten in Diätkritiker ausgewiesen, ganz klar, das bin ich immer noch, obgleich ich dann letztes Jahr ein Springer-Sachbuch rausgebracht habe zum Thema erfolgreich abnehmen und schlank bleiben, weil ich einfach gemerkt habe, im Markt ist das Bedürfnis da, die Leute möchten abnehmen, aber sie landen meistens bei diesen konventionellen Anbietern, wo es Diäten von der Stange gibt, die mit dem Individuum überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, wenn wir darüber reden, eine Diät ist etwas, das anfängt und wieder aufhört und dann nimmt man in dieser Zeit ab. Davon ist natürlich komplett abzuraten, weil das weiß man mittlerweile ganz deutlich, das ist einfach nicht nachhaltig, denn danach nehmen die Menschen direkt wieder zu, wenn sie in ihren Ursprungs-Essstil zurückfallen, nennen wir es mal so. Und gleichzeitig gelten Diäten auch noch als Einstiegsdroge in Essstörungen. Das heißt, wenn man so eine gewisse Diätkarriere hinter sich hat, hat 2-3 Mal abgenommen, wieder zugenommen, dann kann es halt sein, dass man das Hunger- und Lustgefühl, das Sättigungsgefühl überhaupt nicht mehr einzuschätzen weiß. Man verliert das Vertrauen in den eigenen Körper. Also das sind alles Risiken, die es gilt zu beachten, wenn man abnehmen möchte, dass man sich darüber im Klaren wird. Zum einen, Diäten bringen nichts, sie machen langfristig dicker und vielleicht sogar krank. Und zum anderen, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es gibt keinen Unterschied bei der Wirksamkeit von Diäten. Das heißt, ob du Low Carb machst, ob du Intervallfasten machst, ob du Paleo machst, ob du Keto machst, vegan oder sonst irgendeine Diät, schlank im Schlaf gab es ja damals, Punkte zählen, was weiß ich was. Es geht immer nur über ein Universalwirkprinzip. Das ist die negative Energiebilanz. Das heißt, weniger rein als raus. Dann muss der Körper irgendwann an die Reserven und dann nimmt man ab. Wie man das macht, ist dem Körper völlig egal. Das heißt, da ist auch schon mal der zweite Punkt. Diäten sind erstens nicht gut und zweitens gibt es keine bessere oder schlechtere, denn sie wirken alle über das gleiche Prinzip. Das heißt, davon sollte man schon mal Abstand nehmen. Wenn man sagt, ich möchte gerne abnehmen, da gelten ganz, ganz andere Aspekte, die wir bestimmt gleich noch besprechen werden. Aber von Diäten generell, die anfangen und wieder aufhören, ist abzuraten, weil sie machen nicht dünner, sondern dicker und vielleicht sogar fetter, weil der Körper danach wieder Fett anlegt. Und sie können, wie gesagt, auch zu Essstörungen führen. Von daher, Diäten sollte man tunlichst meiden. Das haben wir ganz gut geklärt. Welche anderen Faktoren gibt es denn noch, die das Abnehmen deutlich erschweren, bevor wir wirklich zu dem erfolgreichen Weg hinkommen? Wo sind noch Fallstricke, die den Weg zu weniger Gewicht auf der Waage darstellen? Ja, das kommt drauf an, wie gesagt, immer auf den Einzelfall, von wo aus man startet und vor allen Dingen, die Fallstricke liegen da, wo die Gründe liegen, weshalb man so aussieht, wie man aussieht heutzutage. Keiner wird ja von heute auf morgen adipös, sondern es ist ein langfristiger Prozess in der Regel. Und da gibt es jede Menge Gründe, die damit einspielen können. Hormonelle Gründe, Krankheitsgründe, Stressgründe, dass man psychisch oder auch körperlich nicht mehr gesund ist, dass der Stoffwechsel entgleist, aber auch im Bereich des, ich sage es mal ein bisschen Soft Skill, also dass man einfach aus Stress ist, dieses emotionale Essen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es eine ganze Latte an Aspekten, die man berücksichtigen muss. Diäten können natürlich auch der Grund fürs Dickwerden sein. Und dementsprechend sind wir da wieder bei dem, wo wir eingangs gestartet sind. Auch da kann man nicht sagen,
diese platte Formel, ja, essen Sie doch mal weniger und bewegen Sie sich ein bisschen mehr, da klappt das schon, sondern es ist immer der Einzelfall zu betrachten und herauszufinden, warum sieht jemand so aus, wie er aussieht. Entweder man hat professionelle Hilfe oder wenn man sie nicht will oder braucht, dann sage ich immer, das ist ein Bestandteil meines Konzepts, ganz am Anfang, das nenne ich die ehrliche Selbstreflexion. Also man muss sich wirklich hinsetzen und sich überlegen und die Hosen runterlassen, emotional ehrlich zu sich selbst sein. Warum sehe ich denn so aus, wie ich aussehe? Was habe ich denn die letzten Jahre gemacht? Wo liegen die Probleme und wie kann ich sie lösen? Aber nicht einfach hingehen und sagen, so, jetzt esse ich einfach 500 Kalorien weniger am Tag und dann nehme ich schon ab, wenn die Probleme ganz woanders liegen, nämlich zum Beispiel psychischer Natur. Das heißt, auch hier gilt es entweder mit einer professionellen Hilfe oder alleine Mindset neu definieren und herausfinden durch eine ehrliche Selbstreflexion in die Retrospektive, aber auch nach vorne. Warum bin ich so, wie ich bin? Was hat dazu geführt? Und wohin will ich eigentlich und warum? Das sind die Fragen, die man sich selbst stellen muss. Das ist schon eine ganze To-Do-Liste, die du mitgibst. Ja. Du hast es auch schon erwähnt, es fallen ja immer wieder die 500 Kalorien am Tag, die einzusparen sind, wenn man ungefähr ein halbes Kilo in der Woche abnehmen möchte. Ein Kilo Körperfett hat 7000 Kalorien, also das lässt sich relativ gut hochrechnen. An der negativen Kalorienbilanz kommt man aber trotzdem ja nicht vorbei. Ne? Irgendwo muss man ja entweder mehr verbrauchen oder weniger aufnehmen. Was sind eure Wege nun, dass das jemand auch wirklich langfristig dann schafft, um es auch wirklich wie kommt man gut in diesen Abnehmmodus, um auch wirklich dann Erfolge zu erzielen? Karin, vielleicht übernimmst du kurz. Ja, also ich glaube, also wenn ich zu diesen 500 Kalorien nochmal komme, es ist halt so eine scheinbar einfache Lösung. Ne? Wir hätten so gern diese eine Diät oder dieses eine Wundermittel, das für alle wirkt und das für das man einfach anwenden kann und am Ende weiß man hat Erfolg. So leicht ist es leider nicht. Eben das Komplexe am Übergewicht oder auch an der Adipose, das ist, dass da so viele Faktoren hineinspielen und dass es dieses eine Wundermittel nicht gibt. Also ich sage es dann immer bei meinen Klienten, die dann irgendwie so in dieser Erwartungshaltung kommen, jetzt sagen sie mir doch endlich das richtige Rezept, wie es geht, sage ich, ich weiß es nicht. Wenn Sie es erfinden, sagen Sie es mir, ich möchte auch reich werden. Weil das ist das, auf was alle warten. Ja? Also, dass wir endlich dieses Wundermittel in der Hand haben, dass wir essen können, so viel wir wollen, in dem Nahrungsüberfluss, in dem wir sind, aber nicht zunehmen. Drum, es braucht ein je nachdem, wie es gelagert ist, also auch wie Uwe Knopp schon gesagt hat, ne? Also wenn es psychische Natur ist, dann muss ich mich mal mit meinem Stressverhalten zum Beispiel auseinandersetzen. Aber ich brauche auch vielleicht mal ein Überdenken, was esse ich denn? Wäre es vielleicht nicht doch gescheiter, wenn ich nicht kochen nicht mag oder nie gelernt habe, einen Kochkurs zu machen und diese Skills mir anzueignen, damit ich nicht immer auf Fertigprodukte zurückgreifen muss. Oder probiere ich nochmal eine neue Sportart aus, die mir ganz fremd ist, wo ich irgendwas Neues probiere, um dann den individuellen Weg für mich zu finden, der für mich erfolgsversprechend ist, wo man dranbleiben kann. Weil nur dann, wenn er meinem Leben entspricht und meinem Lebensweg, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich auch dranbleibe. Alle anderen, also jeder, der zu mir kommt und sagt, machen Sie meinen Plan, einen Ernährungsplan, sage ich, mache ich nicht, weil die Sachen, die ich gerne esse, sind wahrscheinlich nicht die Sachen, die Sie gerne essen. Und Sie werden es nicht machen. Sie werden mit diesem Plan nach Hause gehen, hochmotiviert, vielleicht noch einkaufen. Und wenn die erste Speise draufsteht, die Sie hassen, werden Sie den Plan irgendwo in die Ecke schmeißen. Jeder muss also zu seinem eigenen Dranbleib-Experten werden. Nichtsdestotrotz, also wir wissen, es ist höchst individuell. Jeder muss sich irgendwie selber finden und seinen eigenen Weg auch irgendwie definieren. Gibt es dennoch etwas wie ein allgemeines Konzept, so eine Gedankenleiter, wo sich jeder Einzelne orientieren kann? Wie finde ich meinen eigenen Weg? Ja,
Da hatte die Kollegin schon das richtige Übergangsstichwort genannt, der individuelle Weg. Es geht nur über den individuellen Weg. Da sind wir auch mittlerweile bei einem recht klaren wissenschaftlichen Konsens im Bereich der Ernährungsforschung, Ernährungswissenschaft, Gewichtsanalysen, wie auch immer man das nennen mag, dieses große Feld. Denn auch die Fachgesellschaften sagen mittlerweile ganz klar, es geht nicht mehr darum, Diäten oder Ernährungspläne von der Stange aufzuschreiben und die werden dann abgegessen sozusagen, abgefrühstückt auf dem wahrsten Sinne, sondern es geht immer nur individuell. Zum Beispiel auch die DDG, die hat jetzt, also Deutsche Diabetesgesellschaft, die haben ja immer eine sehr hohe Affinität zum Thema Übergewicht, weil das sehr stark korreliert mit Typ 2 und so weiter. Und die hatten bislang immer recht strenge Regimente, was sie vorgegeben haben. Und seit Dezember 2021 ist bei denen auch ganz klar die offizielle Ausrichtung, die Ernährungsumstellung, also wir sprechen nicht von Diät, weil es muss langfristig bis lebenslang gemacht werden. Deshalb muss es absolut zu einem passen, wie die Kollegin schon sagte. Das bringt nichts, wenn da Sachen drinstehen, die man nicht gerne isst, sondern es muss zu einem passen. Und die sagen auch ganz klar, es geht weniger um die Makronährstoffverteilung. Also früher war ja Low Carb bei Diabetes, das Nonplusultra, das gilt mittlerweile auch nicht mehr, sondern die sagen, die Makronährstoffverteilung, die spielt keine Rolle, sondern die Ernährungsumstellung muss zum Individuum passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist das, der kleinste gemeinsame Nenner ist der, nach dieser Selbstreflexion, ich sage mal der kulinarischen Katharsis, dieser Neugeburt dessen, dass ich weiß, warum bin ich so, wie ich bin und wo will ich hin, dass man dann über dieses biologische Grundprinzip der negativen Energiebilanz gehen muss, anders geht es nicht, außer man hat halt aus Stress sich vollgestopft und wenn man das weglässt, dann nimmt man automatisch ab. Aber wir reden jetzt einfach mal von gesunden Menschen. Die müssten dann über diese 500 Kilokalorien als absolut grober Korridor gehen und schauen, okay, meinetwegen, ich bin eine Frau, 2000 ist so der Richtwert, also beginne ich mal mit 1500 und dann wirklich individuell nach den Vorlieben ausgerichtet. Das ist das absolut Wichtigste. Das heißt, wenn ich morgens keinen Hunger habe, dann gibt es auch nichts zum Frühstück. Wenn ich mittags richtig Hunger habe, dann esse ich mittags. Wenn ich abends Hunger habe, esse ich abends. Wenn ich sehr stark auf Kohlenhydrate fixiert bin, kann ich natürlich nicht Keto oder Low Carb machen. Wenn ich gerne Fleisch esse, ist die vegane Abnehmmethode für mich die falsche. Das heißt, es geht immer über den individuellen Weg, weil der Schlüssel des Schlankbleibens, und darum geht es ja letzten Endes, abnehmen kann jeder, das ist nicht schwer, aber der Schlüssel des Schlankbleibens, ungefähr 10-15% schaffen das, ihr Wunschgewicht zu halten, der liegt darin, und das hatte die Kollegin noch schon richtig angedeutet, im Dranbleiben. Das heißt, das, was man sich ausgearbeitet hat, um erfolgreich abzunehmen, das muss man weiterführen, weil es einem Spaß macht, weil es mir Freude macht und weil es zu mir passt. Ich habe das so genannt, I diet my way, angelehnt an den Klassiker von Frank Sinatra. Es geht nur über den individuellen Weg und das ist sozusagen die neue Klammer, die auch zum generellen Switch, ich sag mal zum Paradigmenwechsel in der Ernährungswissenschaft passt, nämlich der Precision Nutrition, also diese personalisierte Ernährung, nicht im Sinne von Gentest und Mikrobiomtest und Blutanalysen, sondern im Sinne von persönlicher Ernährung, individueller Ernährung. Und das ist das, was auch beim Abnehmen letzten Endes zählt. Der eigene Weg, nur der führt langfristig zu Erfolg und sonst nichts. Ja, da gibt es ja auch noch eine Theorie, dass der Körper sich mehr oder weniger ein Gewicht merkt, das gut passt und dass es dann der Setpoint ist, wo man dann über Hunger und Sättigungshormone auch immer wieder hinkommt. Karin, ist das etwas, was du auch in der Praxis beobachtest, dass manche Klientinnen und Klienten dann einfach bei einem Gewicht wirklich lange stehen bleiben und wie geht man denn damit um? Wird man zufrieden damit oder, weil manchmal liegt es ja nicht dort, wo vielleicht der Kopf glaubt, dass es liegen sollte. Ja, absolut. Also also das Gewicht halten ist also die Kunst, nicht das Abnehmen, das unterstreiche ich sofort. Also, und das glauben die Klienten leider am Anfang meistens nicht. Also da gibt es dann so einen Drive, wenn es dann so die erste Gewichtsabnahme gibt, da ist dann sehr viel Energie da, dass man das dann irgendwie weiterverfolgt. Aber das langfristig zu halten und eben das langfristig umzustellen und sich umzustellen, das ist wirklich
Arbeit und auch Knochenarbeit. Und manchmal muss man sich einfach bewusst werden, will ich das überhaupt? Ja? Also will ich diese viele Energie in dieses Thema Gewichtsabnahme hineinstecken? Weil da ist viel zu tun. Da kann man nicht einfach sagen, eben, ich gehe jetzt ins nächste Geschäft und kaufe nur mehr dieses eine Produkt oder diese eine Produktquelle oder lasse meine Carbs weg. Sondern ich muss mich wirklich damit auseinandersetzen und es ist viel Arbeit. Und ich habe also jetzt eine Klientin im Kopf, die dann irgendwie gesagt hat, aber wenn meine Werte eh in Ordnung sind und wenn Sie mir jetzt sagen, das ist so viel Arbeit und ich habe jetzt quasi eh schon meine 80% erreicht, die ich erreichen konnte, dort, wo ich hin will, und der Rest wäre halt nochmal viel mehr, dann ist es für mich jetzt auch okay. Und dann ist es auch okay. Also ich glaube, wir müssen den Menschen auch zugestehen, wenn sie nicht abnehmen wollen, wollen sie nicht abnehmen. Wenn Menschen nicht zum Rauchen aufhören wollen, wollen sie nicht zum Rauchen aufhören. Also es ist schon sehr individuell jedem überlassen, wie er damit umgehen möchte. Und man muss sich bewusst sein, wenn man da, weiß ich nicht, also wenn man 10 Kilo abnehmen möchte, dann ist das wirklich Arbeit. Das geht nicht nebenbei und da muss ich auch ein bisschen so eine freie Kapazität haben, psychisch, um das durchzuziehen. Wenn ich gerade Sorgen habe, Ende nie, und wenn mich, weiß ich nicht, der Klimawandel und der Krieg und weiß ich nicht, was alles völlig fertig macht innerlich, dann habe ich nicht diese freie Kapazität, mich noch mit meinem Essen und meinem Bewegungsverhalten und vielleicht noch mit meinen Problemen, die ich habe, die ich schon lange vielleicht mitschleppe, auseinanderzusetzen. Es scheint ja auch generell mehr eine psychologische Betreuung und Beratung zu brauchen, als tatsächlich die Beratung, was man essen sollte oder was man nicht essen sollte. An dem liegt es ja nicht, weil da findet jeder seinen Weg, was ihm schmeckt, und alle anderen Parameter sind ja deutlich wichtiger. Wie gehen wir da jetzt? Ich finde, es braucht beides. Ja? Also es braucht auf der einen Seite irgendwie so eine psychologische Guideline vielleicht für manche zum Anhalten, aber es braucht auch also so diese klassische Ernährungsberatung, die mich in diesem Dschungel der Vielfalt, die es in diesen Regalen gibt, irgendwie zurechtfinden lässt, ja, und die mir mal irgendwie erklärt, was wo vielleicht drinnen ist, was für meinen Körper günstiger ist, was weniger günstig ist. Ich bin so ein großer Fan von selber kochen, ja, weil man da immer weiß, was man reingibt in die Speise und das für sich bewerten kann. Wenn ich diese Skills nicht habe, dann brauche ich schon mal eine Beratung, die mir sagt, hey, jedes Mal süße Säfte trinken, das wird sich nicht ausgehen mit den 500 Kalorien. Ja? Versuch doch mal auf Wasser umzusteigen und wie könnte der Weg dorthin gehen? Also ich finde, es braucht schon beides. Es braucht beides. Ich war vielleicht vorher ein bisschen zu überspitzt, weil ich grundsätzlich glaube, dass es eine generelle Ernährungsbildung vor allem auch braucht. Also dass man generell mehr davon weiß, was man isst, was man trinkt, wo etwas drinnen ist, wie etwas zubereitet wird, wie ich einfach auch selber zubereiten kann und wie ich kochen kann. Wie schafft man es trotzdem, dass es also diese Selbstmotivation, diese Selbstbeherrschung, dieses Selbstmanagement, gibt es da Tools, die man mit auf den Weg geben kann? Also ich würde mal sagen, hier kann man auch wieder das aufgreifen, was Karin gerade sagte. Es gilt herauszufinden primär, wie wichtig ist der Person das, was sie vorhat. Das heißt, wenn man versucht, mit Tipps und Tricks und irgendwelchen Tools sich zu motivieren und so weiter, das funktioniert sowieso nicht auf Dauer. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, wenn ich diesen Weg wähle, dann ist das der Weg, wenn er erfolgreich sein soll, was man ja möchte, der mich den Rest meines Lebens begleitet. Das heißt, die Frage ist wirklich ganz am Anfang, wie wichtig ist mir das Ganze? Und das sind auch alles Punkte und Fragen, noch viel, viel mehr, die eine Rolle spielen, die ich in meinem Buch ganz zu Beginn zur Disposition stelle, dass die Menschen das wissen, worauf sie sich da einlassen. Weil es geht wirklich darum, sich konkret Gedanken zu machen, was ist mir das Ganze wert? Ja, reset your mindset, kann man sagen. Das heißt, wie ist meine persönliche Einstellung? Wie wichtig ist mir das? Wenn das der absolute Herzenswunsch ist, ich sage, das steht für mich ganz weit oben,
dann ist klar, dann subsumiert sich vieles darunter. Nur wenn ich mir selber nicht sicher bin, ich sage, ja, eigentlich finde ich ja alles okay, aber ich wäre doch gern 10 Kilo leichter, habe aber keine Lust hierauf und darauf, dann ist es zum Scheitern verurteilt und dann sollte man eher sagen, überleg dir das nochmal, ob du das machen willst, weil sobald du diesen Weg gehst, wirst du natürlich auch von den negativen Konsequenzen letzten Endes anheimgesucht. Ja? Und das sind Fragen, die man klären muss. Deshalb gilt es ganz klar, die Frage zu stellen, wie wichtig ist mir das Ganze? Und das ist ungefähr, man kann nicht den Vergleich, mag ich eigentlich gar nicht, zwischen Rauchen und Ernährung und so weiter und so fort, aber man kann es insofern vergleichen, wenn ein Raucher nicht wirklich von innen heraus aufhören will, dann kann er alles Mögliche machen, es wird sowieso nichts funktionieren. Und genauso ist es hier auch, wenn ich sage, ich fühle mich wohl und ich genieße mein Leben, dafür habe ich 10 Kilo mehr, ja, wenn die weg wären, wäre ja toll, aber eigentlich habe ich keine Lust, mich da wirklich mit Einsatz reinzubringen, dann sollte man es lieber lassen. Das heißt, auch hier gilt, dass ich zum Beispiel jetzt nicht umgeswitcht bin zu einem Befürworter, oh, nehmt doch ab, liebe Leute, sondern ich gebe eine Lösung, die, sagen wir mal, den größtmöglichen gemeinsamen Nenner zeigt, wie es funktionieren kann. Aber letzten Endes sollte das jeder für sich sehr, sehr gut überlegen, ob ihm dieser Weg mit all seinen Vor- und Nachteilen so wichtig ist, dass er ihn einschlägt. Oder aber er sagt, okay, nee, ich begrabe das ganze Unterfangen, lebe so weiter, wie ich bin, habe halt einen kleinen Bauch oder ein bisschen Hüfte oder was weiß ich was, aber dafür kann ich mir alles gönnen und mir geht's gut. Das heißt, diese Fragen sind viel, viel wichtiger als irgendwelche Tipps und Tricks, wie ich das vielleicht doch motivationstechnisch schaffen kann. Da sind wir dann, wenn man dran ist und man hat mal so Durchhänger, dann kann man vielleicht darüber überlegen. Aber am Anfang gilt ganz klar die Frage, wo ist es angesiedelt? Also verstehe ich das, was ich hier vorhabe? Kann ich das? Will ich das? Und tut mir das gut? Und eine Reihe an anderen Fragen, die man noch klären sollte. Denn wirklich, es ist ein Weg, der ist einschneidend. Er wird einen das ganze Leben begleiten. Und wenn nicht, dann wird er wahrscheinlich dazu führen, dass man am Ende dicker und fetter rauskommt und vielleicht sogar unzufriedener, weil man selbst gesehen hat, oh, ich bin gescheitert, negativer Kreislauf. Also von daher, die Phase vorher, sage ich immer, die sollte richtig ausführlich lang sein, bevor man sagt, jetzt starte ich mit der Gewichtsabnahme. Dankeschön. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz nochmal zu diesem negativen Kreislauf. Warum kommt es überhaupt dazu, dass man, wenn man so eine Phase hat, wo man abgenommen hat, dann plötzlich wieder zunimmt, dass man dann sogar das vorherige Gewicht, wie wir es eben im Duktus von Jojo kennen, dass es sogar noch drüber gehen kann. Warum? Was passiert da im Körper? Naja, es ist in uns nicht angelegt, abnehmen. Ne? Also abnehmen ist eigentlich nicht physiologisch und nicht vorgesehen. Also wir sind eben diese Steinzeitmenschen und abnehmen ist für den Körper höchst Alarm und ein Ausnahmezustand. Und wenn der Körper abnimmt, heißt das, entweder er ist krank oder es ist gerade Hungersnot draußen. Insofern haben ja viel mehr Mechanismen in uns, die uns Hunger signalisieren und viel früher, wie zum Beispiel eine Sattheit oder ein Überessen. Wir können uns ständig überessen und wir werden es kaum merken, vielleicht nach ein paar Monaten an der Waage oder am Hosenbund. Aber wenn ich jetzt hungrig bin oder hungrig werde, schaltet der Körper alle Signale ein, um Essen herbeizuschaffen und Essen attraktiv zu machen. Das heißt, es ist diesen Überfluss, den wir haben, ist in uns nicht angelegt. Und das ist genau die Krux, in der wir sind. Wir müssen ständig damit kämpfen, nicht ständig Ja zu sagen bei allem Essbaren, was wir sehen, was eigentlich der Steinzeitmensch in uns schon will. Ja? Immer dann, wenn es was Essbares gibt, das auch zu essen. Es war überlebenswichtig. Gut, jeder Zweite kommt ja dann doch mit dem Überfluss offenbar sehr gut zurecht, weil jeder Zweite und jede Zweite normalgewichtig ist oder ganz ein geringer Teil sogar untergewichtig ist. Was machen die Menschen anders oder was machen die besser? Ja, hier muss ich ausnahmsweise mal der Kollegin widersprechen, das sehe ich nämlich ganz anders.
mit dieser Tatsache, ja, wir sind programmiert aufs Essen und überall, wo wir es sehen, springen wir direkt drauf oder würden und würden uns die ganze Zeit vollfuttern. Also wenn das System des Menschen sich nicht angepasst hätte, dann wären in allen Industrieländern alle massiv adipös. Das sind sie aber nicht und es gibt viele, und Sie kennen sich ja auch jede Menge, die essen, wie sie möchten und sie bleiben auf einem gewissen Niveau. Das erhöht sich zwar im Laufe der Jahre, ich meine, das kennt jeder, wenn wir dreimal überlegen, wie wir ausgesehen haben mit Mitte, Ende 20, was dann bei 30 war, bei 40 und bei 50, da weiß jeder, okay, es tut sich etwas. Aber wenn man, und das ist die Setpoint-Theorie, die du ja eingangs angesprochen hast, dass der Körper sein biologisches Wunschgewicht hat, und das ist nun mal nicht bei den meisten im Bereich der Adipositas angesiedelt, sonst wären wir alle schon mega fett. Denn eins muss auch klar sein, niemand kann jeden Tag genau so viel essen, wie sein Körper braucht. Das geht überhaupt nicht, weil wir das gar nicht wissen, wie viel brauchen wir denn eigentlich. Das heißt, um nicht permanent hungrig zu sein, essen wir natürlich immer so viel, dass wir satt sind und wahrscheinlich noch etwas mehr darüber hinaus, dass der Körper zufrieden ist. Dann hat er Mechanismen, diesen Überfluss abzubauen. Das heißt, es gibt zum Beispiel das sogenannte Fidgeting. Das sind so die kleinen Bewegungen, wenn man so tippelt mit dem Fuß oder mit den Händen oder was auch immer. Dann gibt es natürlich auch das braune Fettgewebe, was zwar nur noch zum kleinen Teil da ist, aber was überschüssige Energie in Wärme einfach auflösen kann. Und der Körper hat halt Mechanismen, nach oben und nach unten zu titrieren. Deshalb muss sich keiner Gedanken machen, oh Gott, jetzt gehe ich nicht über den Weihnachtsmarkt, weil da riecht es wieder und nachher komme ich als Kugel da raus. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall, sondern wir haben uns da angepasst und jeder muss schauen, wo ist mein persönlicher Setpoint, wenn ich nach meinen Körpergefühlen esse. Und da kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich Hunger, Lust, Sättigung und Verträglichkeit. Wenn das die vier Parameter sind, nach denen ich mich ernähre, ohne dass ich mich von externen Einflüssen leiten lasse, dann werde ich höchstwahrscheinlich das Setpoint-Gewicht erreichen, was mein Körper will. Und wenn ich damit zufrieden bin, wunderbar. Wenn ich aber irgendwann sage, ich will davon weg, dann beginnt das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben, dass man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, steige ich in diesen Weg ein, ja oder nein? Aber die Frage ist letzten Endes die allerwichtigste. Aber ich glaube nicht, dass wir heutzutage sozusagen dem Überfluss ausgeliefert sind. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir alle fett. Ich würde es eher anders sehen. Seien wir froh, dass wir in so einem Wohlstand groß werden durften und hoffentlich auch noch weiter werden können. Ja, wie siehst du, wenn du sagst Hunger, Sättigung, Verträglichkeit, Verdaulichkeit? Viele greifen ja zu unterschiedlichen Apps oder anderen Gadgets, die irgendwie so ein bisschen Orientierung geben, wo kann ich zugreifen und wann kann ich zugreifen. Wie bewertet ihr Apps als Begleiter bei dem ganzen Prozess? Also ich finde, für manche ist es eine sinnvolle Krücke und für manche ist es wird es ein Stress. Also das ist irgendwie bemerkbar. Also das gilt nicht nur für Kalorien-Apps, das gilt zum Beispiel auch für diese Fitnessuhren. Ne? Also für manche, die finden das super, irgendwie ihre Schritte zu zählen und die fühlen sich dadurch motiviert und sehen, ich bin schon bei 8.000, dann mache ich noch auf 10.000 voll. Und für manche wird es irgendwie fast ein Zwang, dass sie diese 10.000 Schritte erreichen müssen, koste es, was es wolle. Also wir sind wieder bei der Individualität. Für manche ist es hilfreich und das eine App mehr und das andere weniger und eine gute Krücke, um da mal irgendwie reinzufinden in das Thema. Und für andere verhärtet sich sehr schnell und ist es eher kontraproduktiv. Ja, würde ich ähnlich sehen. Also beim normalen Essen, ohne dass man jetzt ein Ziel hat, was Abnehmen heißt oder irgendwas anderes, brauche ich all das nicht. Da brauche ich nur eins und das ist das Vertrauen in meinen eigenen Körper. Es gibt niemand Besseren, weder ein Mensch noch eine App noch sonst irgendetwas, der jemandem sagen kann, was das beste Essen für einen persönlich ist. Das ist der einzige Weg über den Körper, nämlich das Vertrauen in Hunger, Lust, Sättigung und Verträglichkeit. Und da kann einem keine App helfen, wenn man dahingehend schon verstört ist durch viele Diäten und so weiter, sollte man eher mal professionelle Hilfe suchen. Aber diese Apps würde ich nur dann sinnvoll erachten, wenn man sagt, okay, ich entscheide für mich, ich nehme jetzt ab,
ich habe mich noch nie mit Kalorien oder irgendwas beschäftigt. Ich muss aber jetzt wissen, dass ich nicht über meine 1500 am Tag komme, wenn ich das so probieren möchte. Also muss ich mir mal alles angucken. Ich kann zwar jede Schachtel ablesen, aber man kann auch dann mit Programmen arbeiten, die ihm das Rechnen praktisch so ein bisschen erleichtern. Aber ansonsten bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon, je weniger Einfluss von extern auf das eigene Essverhalten ausgeübt wird, desto besser ist es, da sind wir beim Thema intuitiven Essen, dass man den Weg findet, der der beste für sich selbst ist. Und den kann man nur selbst finden. Und da kann einem auch keine App oder irgendetwas anderes normalerweise behelfen. Also gutes Vertrauen in sich selbst und kritischen Glauben auch entwickeln. Wenn ich trotzdem Gusto habe auf Lebensmittel an der Spitze der Ernährungspyramide, wie gehe ich denn damit um? Was sind so eure Tipps, wenn man so Cheat Days oder Cheat Meals irgendwie einbauen möchte? Go for it. Also mach's einfach, ja. Also ich finde so, dieser Klassiker ist irgendwie, ach, wenn Sie Gusto haben auf Schokolade, dann nehmen Sie sich doch einen Apfel, ne? Und dann beginnt man irgendwie den Apfel zu essen und ein paar Trockenfrüchte und vielleicht noch eine Banane und am Schluss steht erst recht die Schokolade. Also wenn ich Gusto drauf habe, dann ist es. Und wenn dir jetzt nach Spaghetti Carbonara ist, ist es. Wenn dir jeden Tag nach Spaghetti Carbonara oder einer 300 Gramm Tafel Schokolade ist, dann überleg, warum es so ist. Also das heißt, man braucht auch gar nicht irgendwie Cheat Day oder Meal nennen, weil es hat ja, drum gibt es ja in der Ernährungspyramide auch diese Spitze, es hat ja in einer ausgewogenen Ernährung auch alles eine Berechtigung. Wenn ich merke, dass ich irgendwas ständig crave, also wenn ich nur mehr Süßigkeiten esse und sonst nichts mehr anderes, dann muss ich vielleicht mir schon überlegen, warum ist das so und wie komme ich aus dem Ding raus, wenn ich es möchte. Also ich würde auch sagen, der Cheat Day, das sind eher die Tage, wenn ich mich nach Ernährungspyramiden oder sonst etwas richte, weil dann täusche ich mich nämlich selbst, weil ich nicht mehr auf mich höre. Man muss dazu eins wissen, diese ganzen Ernährungspyramiden und gesunde Ernährung und die Richtlinien, es gibt dafür keinerlei Kausalevidenz, also wissenschaftliche Beweiskraft. Das sind alles Hypothesen und im Idealfall gut gemeinte Vorschläge. Aber es gibt keinerlei Evidenz dafür, dass wenn man sich nach der Ernährungspyramide ernährt, dass man gesund und schlank bleibt oder sonst irgendwas oder gar Krankheiten verhindert. Primärprophylaxe, dafür gibt es null Beweise. Und ich hatte ja vor einigen Jahren, die habt ihr ja auch auf eurer Webseite gebracht, Forum Ernährung, die 7 großen ökotrophologischen Institutionen angefragt, damals für mein Buch Körpernavigator, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, SGE, ÖGE, VDÖ und so weiter, BZFE, also Bundeszentrum für Ernährung in Deutschland. Wie sehen Sie heutzutage die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel? Und alle haben, da war ich sehr überrascht, zum einen mir geantwortet, was auch nicht unbedingt immer der Fall ist bei meinen Fragen. Und zum anderen waren sie unabhängig voneinander und unisono der gleichen Meinung, nämlich kurz gefasst, die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel, die hat keinen Sinn, die bringt nichts, diese strikte Kategorisierung, die hat auch keinerlei wissenschaftliche Evidenz. Das heißt, die Einteilung in gesunde und ungesunde Lebensmittel, diese Phase, diese Epoche ist eigentlich vorbei. Die braucht niemand mehr. Das heißt, keiner muss Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln haben. Es ist immer die Frage, warum esse ich etwas und wie oft und mit welcher Intention? Und das gilt es herauszufinden, nämlich wie die Kollegin schon sagte, wenn ich dauernd das Gleiche esse, und dann auch noch dicker werde, dann sollte ich mich vielleicht mal fragen, warum tue ich das? Aber da haben die Hamburger oder die Pommes keinerlei Schuld dran. Ja? Und genauso, wenn man keine Probleme hat, dann sollte man sich auch keinen großen Kopf ums Essen machen im Bereich Gesundheit, ethisch, moralisch und so weiter. Das sind ganz andere Themenaspekte. Aber im Bereich Gesundheit gilt eins, nämlich das Vertrauen in den eigenen Körper und keine Angst vor den hochwertigen Lebensmitteln, die wir hier haben. Denn wer die nicht möchte und wer sagt im Supermarkt, ich kaufe das nicht, das hat mir zu viel Zucker, das hat mir zu viel Fett, das ist mir zu high processed, der lässt es einfach liegen und kauft andere Dinge. Und von daher,
Man sollte die Vielfalt, die wir haben, zu schätzen wissen, mit Respekt an die Sache rangehen, sich freuen, dass wir in so einem Schlaraffenland leben, aber nicht sagen, das ist gefährlich, hier muss man Angst vor haben und da lässt man besser die Finger weg. Das ist Quatsch, sondern entscheide selbst und vertraue dir und deinem Körper. Das ist das A und O. Wenn das nicht mehr klappt, dann muss man anfangen zu überlegen, woran liegt es. Ja, das Lebensmittelangebot war ja noch nie so vielfältig, wie es heute ist und auch noch nie so sicher, wie es heute ist. So sieht's aus. Du hast im Vorfeld auch noch gesagt, du hast irgendwie so 5 Phasen, wie man ganz gut an die Sache trotzdem herangehen kann. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir die vielleicht auch tatsächlich teilen könnten. Genau. Genau, das war einfach nur, wenn wir nochmal so an einen guten Plan vielleicht gemeinsam drüber schauen. Das ist richtig. Das ist praktisch extrahiert aus meinem Buch vom Springer Verlag. Oben rechts kann ich ja mal sagen, da ist dann das Cover, so sieht das Ganze aus. Und ich habe jetzt jüngst mir mal Gedanken gemacht, wie kann dann so ein Plan aussehen, jetzt ganz konkret anhand von Oktober bis Mai 2023. Und hier sieht man das, wenn ich jetzt all das gemacht habe, worüber wir vorher gesprochen haben und die Entscheidung ist getroffen, ich will jetzt abnehmen, dann funktioniert das Ganze wie folgt, beziehungsweise die 5 Phasen sind natürlich noch mit dem, was wir gerade besprochen haben. Worüber es die ganze Zeit ging, ist ehrliche Selbstreflexion und die Lebensanalyse. Das sollte man erstmal machen. Danach kommt noch etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, aber das ist auch wichtig, die Analyse des Essverhaltens. Halt mal so 14 Tage, so ein Tagebuch, was esse ich eigentlich wann und warum, mit welcher Intention? Also aus Hunger, aus Langeweile, aus Frust, aus Stress am Arbeitsplatz und so weiter, wie geht es mir dabei? Und dann auch 14 Tage mal Kalorien zählen, das ist Analyse Essverhalten. Dann Reset Your Mindset ist das. Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil das ist vielleicht etwas, wo die Karin auch noch etwas hinzufügen kann. So eine Analyse fürs Essverhalten wirst du ja in der Praxis sehr, sehr kontinuierlich und oft auch machen. Gibt es da große Aha-Erlebnisse bei den Einzelnen oder hat man das ohnehin irgendwie immer schon so ein bisschen ein Gefühl, wo man vielleicht daneben... Die meisten wissen es. Die meisten wissen es. Also ich bin mit Kalorienzählen sehr vorsichtig, aber auch aus dem Grund, weil ich ja auch irgendwie als Psychotherapeutin dann nah am Essstörungsbereich bin und ebenso wie du eben vorher schon gesagt hast, dass dann oft so ein bisschen der Highway zur Essstörung sein kann mit dem Kalorienzählen, wenn das dann irgendwie so kleben bleibt. Also ich sag das bei dem Ernährungstagebuch führen ganz klar dazu und auch beim Kalorienzählen, das machen wir jetzt auf eine begrenzte Zeit und dann ist es wieder vorbei, dann vergessen wir das wieder. Und also ich habe noch nie oder selten irgendwie, ich habe jetzt kaum wen in Erinnerung, der dann sagt, das fällt mir jetzt erst auf, ja, wie das ist, sondern die meisten wissen, dass sie gern zum Beispiel am Abend naschen oder snacken oder von dem einen zu viel essen, von dem anderen zu wenig essen oder ja, dass es die Portionsgrößen sind oder dass es die Bewegung ist. Also üblicherweise haben die Menschen ein ganz gutes Gefühl für sich, wo es hakt. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Von daher gut, dass du an der Stelle die Rückfrage gestellt hast. Ich spreche immer nur für gesunde Menschen, die keinerlei Probleme haben und dann zum Beispiel diesen Weg einschreiten wollen, wie nehme ich denn ab? Jemanden, der in einer Praxis sitzt, bei einer Ernährungspsychologin, der sitzt ja nicht da, weil ihm bislang alles wunderbar gelungen ist, sondern diese Menschen haben Probleme, sonst würden die nicht den Schritt wählen, ich gehe zu einer Psychologin oder einer Psychotherapeutin, weil ich mit meinem Essen nicht mehr klarkomme. Das heißt, die werden das natürlich vorher auch alles analysiert haben. Wenn man jetzt Lisi Müller nimmt von der Straße irgendwoher, die sich noch nie damit wirklich beschäftigt hat und sich fragt so, warum bin ich jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren so ein bisschen aufgegangen, wenn die so eine Analyse ihres Essverhaltens macht, da wird die mit Sicherheit sehr überrascht sein, was man da alles findet und wie viele Kalorien das am Ende des Tages sind. Und von daher, das ist ein riesengroßer Unterschied, ob man Menschen betrachtet, die in Therapie sind, die aktiv Hilfe gesucht haben oder sie gerade suchen oder in Anspruch nehmen, oder ob wir über Gesunde reden, die sagen, ich möchte jetzt abnehmen. Für die gilt dieser Plan. Wenn jemand in der professionellen Betreuung ist und so weiter, dann muss man wieder genau schauen, was ist hier eigentlich los. Von daher ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gilt das Ganze einfach mal gucken, was passiert hier. Und bei dem dritten Punkt, Reset Your Mindset, das hatten wir ja auch schon oft,
Denkmuster hinterfragen, Einstellung, Mentalität. Es gibt im Bereich des Marketings so ein schönes Tool, das nennt sich SWOT-Analyse. Das habe ich auch fürs Buch übertragen. Das ist die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken-Analyse. Also auch das gehört dazu, zu schauen, wo sind denn meine persönlichen Stärken, wo sind meine Schwächen, wo sind die Risiken und wo sind die Chancen. Alles zu analysieren, um dann zu sagen, irgendwann, okay, jetzt geht's los. Und das ist dann die Phase 4, die Lebensstil- und Ernährungsumstellung. Und wenn man sagt, wir gehen von einem Richtwert aus 500 Kalorien und im Monat nehme ich dann ungefähr 2 Kilogramm ab, da sieht man schon, welche Zeit man vor sich hat, nämlich bis Mai während des nächsten Jahres wären das 14 Kilogramm weniger. Das heißt, wer nächsten Sommer etwas weniger wiegen möchte und sagt, ich will das tun, der sollte natürlich nicht im April oder Mai anfangen, auch nicht im Januar, wenn die Hefte voll mit Diättipps sind, sondern wesentlich früher. Deshalb habe ich das jetzt kürzlich erst lanciert, weil 2 Kilo pro Monat ist so ein Richtwert, den man nehmen kann. Und danach die Phase 5, das ist das, was letzten Endes die große Schwierigkeit ist, die Erhaltungsphase. Wenn ich das Wunschgewicht habe, wie bleibe ich dann dabei? Nämlich das lebenslange Gewicht halten. Und da gibt es auch jede Menge Punkte, die relevant sind, auch wieder alles individuell. Und das Interessante ist, ich habe ja für mein Buch, wie für alle Bücher vorher, etliche Studien ausgewertet. Und in der Forschung, in den Datenbanken, findest du fast kaum irgendwelche Paper, die zeigen, wie man nach erfolgreicher Gewichtsabnahme das Gewicht hält. Da sind die Fachleute immer noch ratlos und haben kein Rezept. Deshalb ist es immer eine ganz individuelle Geschichte, die am Schluss zählt. Und das heißt, dabei bleiben bei dem, was ich vorher gemacht habe. Aber es gibt da keinen goldenen Weg, der in der Wissenschaft verankert ist. Denn auch hier fehlt völlig jegliche Evidenz dafür, wie die Menschen ihr reduziertes Wunschgewicht dann halten können. Was mich im Übrigen sehr überrascht hat, dass es da kaum wissenschaftliche Studien zu gibt. Ja, danke schön. Der letzte Punkt bringt uns auch gleich schon zum letzten Punkt von unserem gemeinsamen Gespräch. Was sind eure Ratschläge dann trotzdem für das Gewicht halten? Also wenn ich mich schon entscheide, abzunehmen, diesen Weg auf mich zu nehmen und hoffentlich einen Weg gefunden habe, der zu mir passt, den ich lange durchhalte, und dann ist trotzdem irgendwann der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, jetzt das ist jetzt die Figur, das Gewicht, das mir gut tut und wo ich mich wohlfühle. Dabei möchte ich bleiben. Reicht es dann, diesen Lebensstil weiterzuführen? Muss ich mich vielleicht einfach auch noch mehr um das Thema Bewegung kümmern? Muss ich mir noch mal andere Themen kümmern? Oder wo sind da vielleicht auch noch kleine Geländer, die ihr Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könnt? Also ich glaube, um den Bereich Bewegung muss ich mich von Anfang an gleich mitkümmern. Also es geht tatsächlich um den Lebensstil. Ne? Es geht nicht um Essen oder Bewegung oder psychische Gesundheit. Es ist all together. Also es braucht alles. Und hoffentlich habe ich dann was gefunden, einen Lebensstil gefunden, der zu mir passt, wo ich mir dann gar keine Gedanken mehr machen muss, wie halte ich das jetzt, sondern ich bin einfach drin in dem Ding. Also ich habe dann irgendwie mein Essen vielleicht irgendwie so modifiziert, dass es gut zu mir passt und dass ich mein Gewicht halten kann. Also ich glaube nicht, dass man dann irgendwie, also es gibt ja auch nicht den Punkt, ne? Es gibt nicht irgendwie so, und jetzt muss ich dann irgendwie was anders machen, sondern man muss schon dranbleiben. Ne? Also was es nicht spielt, und das ist ja das eben das Diätkonzept, ist dann quasi aufzuhören und zu sagen, und jetzt mache ich wieder, jetzt habe ich endlich meine minus 10 Kilo und jetzt mache ich wieder so wie vorher. Das wird sich nicht ausgehen. Also im besten Fall ist man intrinsisch so motiviert und es gefällt einem so, dass dieses neue Ich, dass man automatisch dran bleibt. Exakt. Es muss in Fleisch und Blut übergehen und es muss sich verselbstständigen und es muss ein intuitiver Prozess nach hinten raus werden. Wenn man das geschafft hat, hat man die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man bei dem reduzierten Gewicht bleibt. Und wenn es halt mal nicht so bleibt, man wieder kurz hoch und wieder runter geht, nicht direkt die Flinte ins Korn schmeißen, das ist auch ganz wichtig. Aber von daher, es muss in Fleisch und Blut übergehen. Ansonsten stehen die Chancen schlecht, dass man wirklich langfristig dabei bleibt.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen, Karin, du hast ja da auch unter deiner Obhut ist ja das Projekt Durch Dick und Dünn, hat es früher geheißen, jetzt ist es Vorsorge aktiv Junior vom Land Niederösterreich, tut gut, wo es ja Jahresprogramme gibt oder auch Sommercamps gibt. Da hast du sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten 20 Jahren. Was brauchen Kinder und Jugendliche auf der einen Seite vielleicht auch anders, um abzunehmen oder um ein gesundes Körpergewicht auch zu entwickeln oder eben auch, um mit einem gesunden Körpergewicht ins Erwachsenenalter zu kommen? Ach, Eltern, die mitmachen. Bei den Kindern und bei den Kindern vor allem sind wir ohne Eltern irgendwie auf chancenlosem Boden. Also da braucht es irgendwie Eltern. Und das macht es genauso schwierig, die dieses ganze intrinsische Motivationsding mitmachen, die auch sagen, also wir verändern als Familie irgendwie unseren Lebensstil. Wir gehen mehr raus, wir lassen den Computer irgendwie Computer sein. Also da braucht es wirklich ganz starke Motivation vom gesamten Umfeld. Was wir sehen ist, dass Kinder aber auch sowas brauchen wie ein gutes soziales Gefüge. Also ich bin nicht umsonst Psychotherapeutin geworden. Also ich war zuerst Ernährungswissenschaftlerin, habe dann mit diesen übergewichtigen Kindern und Jugendlichen zum Arbeiten begonnen und habe gedacht, irgendwie geht es sich für mich nicht aus, irgendwas verstehe ich dann nicht. Weil da ist noch so viel mehr dahinter, als wie dass die jetzt nur, weiß ich nicht, vielleicht falsch essen oder sich zu wenig bewegen. Und was wir da ganz stark sehen, ist eben dieses soziale Umfeld und dieser Stress, den diese Kinder oft haben, weil es in den Familien halt vielleicht nicht oder sehr schlecht funktioniert. Also es braucht eine gute Bindung. Ja? Also es ist so basal, es fängt am Anfang an, es braucht eine gute Bindung, es braucht eine gute Frustrationstoleranz, ich brauche einen Triebaufschub, das muss ich irgendwie mal lernen. Und dazu brauche ich die Erwachsenen, die mir das irgendwie vorzeigen. Und dann kann ich auch mein Körpergewicht gut halten. Was aber nicht heißt, dass alle, die das vielleicht nicht haben, automatisch übergewichtig werden. Also was das große Rätsel ist oder was wir ja nicht wissen ist, warum reagiert ein Kind mit Adipositas, das zweite mit Schulverweigerung, das dritte mit einer Essstörung und das vierte mit Angstpanik. Also das ist ja, da dürfte es ja individuelle innere Mechanismen geben, warum das eine Kind auf eine schwierige Situation so reagiert und das andere Kind anders. Aber im Grunde geht es darum, irgendwie so dieses klassische und plakative gesunder Lebensstil, ja, also dass Kinder in einer Atmosphäre aufwachsen können, wo sie gut gedeihen können. Eine komplexe Geschichte jedenfalls, ne? Auf jeden Fall. Ja, eure Top-Tipps zum Schluss. Was sind eure drei Hauptempfehlungen? Ja, das ist relativ einfach beiderseits. Da knüpfe ich an das an, was ich bislang immer gesagt habe, bevor ich mich auch intensiver mit dem Thema Abnehmen beschäftigt habe. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass die Ernährungsforschung bis heute keinerlei Beweise, im Fachjargon Kausalevidenz, für gesunde Ernährung im Allgemeinen als auch für gesunde oder ungesunde Lebensmittel gefunden hat. Das heißt, die Wahrheit zur gesunden Ernährung, die liegt in jedem selbst. Ich nehme da immer gern ein Zitat von Paul Watzlawick abgewandelt, und zwar, es gibt so viele Ernährungen, wie es Menschen gibt, denn jeder Mensch ist anders. Mit dem zweiten S in Klammern. Das bedeutet, der Tipp ist, such deinen ganz persönlich individuellen Weg der besten Ernährung, indem du auf deinen Körper vertraust, die Signale Hunger, Lust, Sättigung und Verträglichkeit. Das ist das A und O. Von daher volle Fahrt in Richtung eigenes Vertrauen. Das ist eigentlich der einzige Tipp, der relevant ist. Okay, das trifft sich auch so ein bisschen mit unseren Ergebnissen, die wir vor vielen Jahren einmal gefunden haben, dass diejenigen, die genießen können, die auf sich hören, auch eher die sind, die normalgewichtig sind, die sich mehr Zeit zum Essen nehmen, die abwechslungsreicher essen. Also auch das ist ein Weg, wie man hinfinden kann. Richtig. Karin, dein Tipp oder deine drei, je nachdem. Ja, also ich finde auch, also es ist...
Also man muss sich mal überlegen, wie viel wert ist mir dieses Thema, wie ich eh auch schon gesagt habe. Also wie viel möchte ich da jetzt irgendwie Energie hineingeben oder auch nicht, um dann zu schauen, wie gehe ich es an und muss ich es überhaupt angehen? Also wo kommt meine Motivation überhaupt her, das Gewicht reduzieren zu wollen? Ist es jetzt wirklich, ist die überhaupt intrinsisch? Also ist die in mir? Gibt es da wirklich was, was ich persönlich jetzt will, oder kommt das nur von außen, weil ich jetzt dem viel strapazierten Schönheitsideal irgendwie entsprechen möchte und weil halt wieder mal ein Sommer kommt, wo ich die Fantasie habe, einen Bikini anzuziehen. Und wenn ich das, also das muss ich, finde ich, mal für mich klären. Und dann finde ich, ist es gut irgendwie, ich finde das auch, also das Essen genießen, den Geschmack zu schulen, eben zu kochen vielleicht, das finde ich total wichtig. Und aber es ist ein Thema. Es ist so ein Thema von vielen im Leben, und also nicht dieses Ernährungsthema so zum Hauptthema seines Lebens zu machen. Also Essen ist wichtig, aber es ist vieles andere auch wichtig in unserem Leben. Soziale Beziehungen zum Beispiel, wissen wir nach den letzten 2 Jahren besonders gut. Auf jeden Fall, das ist schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Essen ist wichtig, es ist auch vieles andere wichtig, aber genießen Sie das Essen und finden Sie Ihren eigenen Weg. Ich sage herzliches Dankeschön fürs Diskutieren, für eure Zeit und herzliches Dankeschön fürs Dabeisein an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer eine Teilnahmebestätigung braucht, schreibt bitte eine Mail an office@forumernährung.at. Das geht in erster Linie an die Studentinnen und Studenten. Beim nächsten Mal am 16. November reden wir über Essen und Emotionen mit Herrn Professor Klotter von der Hochschule Fulda und Gabriele Haselberger. Sie ist auch Psychotherapeutin. Gerne schon vormerken, gerne auch schon anmelden. Ja, in diesem Sinne sage ich herzlichen Dank noch einmal. Wer up to date bleiben mag, meldet sich bei uns im Newsletter an auf www.forum-ernährung.at/newsletter. Und dann bleibt mir auch schon nur mehr zu sagen, einen schönen Nachmittag, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.